Und da sind wir wieder. Nachtzug nach Hamburg 210. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid heute am Vorabend meiner Reise nach Wien. Die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen ja, morgen findet in Wien das Depeche Mode-Konzert statt. Ich bin mit dabei. Das heißt, der Nachtzug nach Hamburg 211 kommt morgen aus Wien. Mal sehen, wie ich das alles online gestellt kriege. Freue mich schon wahnsinnig drauf, auch wenn es morgen sehr, sehr zeitig losgeht. Um 6.30 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss gleich nochmal gucken, geht's schon los. Und dann ist die Landung ja anderthalb Stunden circa später in Wien. Da haben wir den ganzen Tag. Ein guter Freund begleitet mich, mit dem war ich schon auf dem U2-Konzert letztes Jahr. Wir machen das ja immer so gemeinsam. Wir wollen auch dieses Jahr zusammen hier in Hamburg noch weggehen. Auf jeden Fall wird es eine kurze Nacht, denn jetzt ist es schon nach halb zwölf. Depeche Mode, eine Band, 1980 gegründet. Ganz viele von euch kennen die wahrscheinlich. Nicht jeder mag sie. Dabei haben sie Revolutionäres geleistet und haben den eigenen Stil kreiert. Oft kopiert. Aus der Vergangenheit gibt es aber kaum noch Bands, die auch so erfolgreich waren. So ähnlich erfolgreich wie Depeche Mode. Auch ein paar Mal war ja kurz Schluss, ne? Dave Gahan hat sich ja aufgrund seiner Drogensucht da fast abgeschossen. War sogar schon klinisch tot, meint Wikipedia. Wir werden ja recht haben. Also insofern muss man ganz froh sein, dass es die Band überhaupt noch gibt, wenn auch mit wechselnden Besetzungen. Das Interessante wird sicher morgen, wenn man den ganzen Tag in dieser wunderbaren Stadt Wien verbringt und so ein bisschen vorbesetzt ist mit der Wiener Klassik und dem Wiener Lebensgefühl und im Gegensatz dazu dann abends das Depeche Mode Konzert erleben wird, was eigentlich nicht so nach Wien passt oder vielleicht doch. Wird sich zeigen, ihr werdet es morgen als allererster erfahren nach dem Konzert, wenn ich meinen Podcast mache. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles wird. Vor allen Dingen wird es ein Novum geben. Reiko trifft sich mit einem Podcast-Hörer. Ein Hörer von mir hat mich angeschrieben und wir werden morgen zusammen essen gehen. Morgen Mittag. Tja, und was es da gibt, österreichische Spezialitäten, habe ich mir gewünscht. Ja, werde ich dann berichten, ne, wie es so geschmeckt hat. Vielleicht ist es sogar so gut, dass es einen Restaurant-Tipp der Woche gibt. Aus Wien, aber das muss ich erst noch zeigen. Ja, da müssen die Ösis mich erst noch überzeugen. Aber es wird mit Sicherheit ein wunderbarer Tag bei unseren österreichischen Nachbarn. Das war's deswegen auch schon für heute, denn ich muss jetzt ganz schnell schlafen. Morgen früh um 5 Uhr kommt mein Kumpel hier vorbei und dann steigen wir ins Taxi und fahren zum Flughafen. Deswegen aufgrund der kurzen Nacht, die vor mir liegt, verabschiede ich mich schon mal für heute. Danke euch fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit, guten Abend. Je nachdem, wann ihr mich gehört habt, freue mich über eure Kommentare. Und zwar interessiert mich speziell, was mögt ihr an Depeche Mode und geht ihr selbst gern zu Konzerten? Es gibt drei Wege, mich zu erreichen. Entweder per E-Mail an nachtzug@email.de, als Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de oder ihr sprecht's mir auf den Nachtrufbeantworter 040 600 201 554. Unter der gleichen Nummer könnt ihr auch jeweils den aktuellen Nachtzug nach Hamburg abhören. Dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.